Eine Revolution in der Fertigungstechnik hat jetzt Emuge vorgestellt. PunchTap, ein Verfahren, das es erlaubt, Innengewinde schneller zu formen durch einen kürzeren Werkzeugweg. Die Zeiteinsparung ist enorm. Wir waren natürlich verblüfft über die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Der Benefit ist einfach, dass wir mehr Teile produzieren können. Wie bei allen genialen Erfindungen ist auch bei PunchTap das Verfahren einfach. Das Werkzeug wird, wie herkömmlich, in das vorgebohrte Loch eingeführt, jedoch nicht rotierend, sondern in einer helikalen Linie. Das Gewinde entsteht im Bruchteil einer Sekunde mit einer Rückwärtsdrehung um 180 Grad. Danach wird das Werkzeug genau in der helikalen Nut, die beim Eindrücken entstanden ist, wieder ausgeführt. Das Ergebnis unterscheidet sich, bis auf die Nut, in Form und Festigkeit kaum von herkömmlichen Gewinden. Die Zeitersparnis im Gewindezyklus liegt bei 75%. Treibende Kraft bei der Entwicklung war Peter Kopton von der Audi AG. Wenn ich jetzt einen Zylinderkopf betrachte, ein Diesel hat 30 bis 50 Gewinde, Ottomotoren, Zylinderkopf 50, 60, Kurbelgehäuse 70, 80. Und wenn man bei jedem Gewinde einen Bruchteil, eine Sekunde einsparen würde, in der Summe macht das sehr viel aus. Um dafür eine neue Technologie zu entwickeln, suchte Audi nach einem Partner. Es sind einige Projekte gestorben, weil wir den falschen Partner hatten. Wir haben hier das Glück, wir haben den richtigen Partner gefunden. Die Firma Emuge hat sich da herausgestellt als wirklich der richtige Partner. Doch wie sicher ist die neue Technik? Wie verhält sich das Gewinde in der Praxis? Ivan Jovkov vom Institut für spanende Fertigung an der Universität Dortmund hat PunchTap auf Herz und Nieren geprüft. Trotz der anfänglichen Skepsis haben wir die Untersuchungen aufgenommen und es hat sich gezeigt, dass an dieser Stelle die Unterschiede zwischen konventionell geformtem Gewinde und dem neuen PunchTap-Gewinde sehr geringfügig sind. Dennoch, auch die Produktionsanlagen müssen auf das neue Verfahren angepasst werden. Ja, das war natürlich eine sehr spannende und herausfordernde Aufgabe. Beispielsweise muss die Werkzeugmaschine ja diese schon gezeigten helikalen Bewegungen beim Punchen, beim Gewinden und beim Ausfahren genau ausführen. Was genaues Steuern des Werkzeugs erfordert, den Vorgang aber enorm beschleunigt. Wir haben etwa 90-95% weniger Weg. Vorsprung durch Technologie, das ist unser Zauberwort, was uns begeistert und auch immer stärker antreibt. Wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Maschinen eingerüstet für das Helikalverfahren und wir sind der Meinung, dass das bei 95% der Anlagen problemlos möglich ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Serienreife erreicht ist. Wir arbeiten jetzt an dem Rollout bei Audi einerseits, das heißt in der Zylinderkopflinie, aber dann geht es auch um andere Fertigungslinien im Standort Jör und auch Rollout im gesamten Konzern. Der Siegeszug von PunchTap hat begonnen. Sicher wird das Verfahren eines Tages Standard sein in der gesamten zerspanenden Industrie. Mit Werkzeugen von Emuge, dem Werkzeugentwickler von PunchTap.